Ja, hi. Heute beschäftigen wir uns wieder mit der Knickung und zwar in diesem Video mit der unelastischen Knickung nach Tettmeier. Ich habe da schon zwei Videos zum Thema Knickung eingestellt in meiner Playlist. Das erste Video, da ging es ganz allgemein um die Grundlagen, sowohl Grundlagen nach Euler und Grundlagen nach Tettmeier. Und ein zweites Video, da haben wir uns konkret das Thema elastische Knickung nach Euler angeschaut, die Euler-Knickfälle uns angeschaut und auch ein konkretes Übungsbeispiel durchgerechnet. Wenn ihr die Videos nicht gesehen habt, beziehungsweise euch die Inhalte nicht so parat sein sollten, dann schaut euch das bitte vorher an, ist hier verlinkt. Die Infos, die da drin stecken, ist wichtig, um dieses Video hier dann im Folgenden auch zu verstehen. Ja, wie ist das bei Tettmeier? Tettmeier gilt ja dann, wenn der Schlankheitsgrad, also das vorhandene Lambda, was ihr habt bei eurem Stab, wenn das kleiner ist als das Lambda P, ja, also oberhalb Lambda P, nimmt ihr die Berechnungsformel nach Euler für Nachweis ausreichender Bemessung gegen Knickung. Und wenn ihr unterhalb diesem Lambda P seid, dann nehmt ihr die Formel nach Tettmeier. Dann müsst ihr diesen Stab, den ihr vorher ausgesucht habt, nach Tettmeier nochmal zusätzlich nachweisen. Ja, wie ist das, wenn man sich das Sigma K, also die Knickspannung, über diesem Lambda P hier aufzeichnet, dann ist es ja so, dass oberhalb, wenn wir uns oberhalb dieses Lambda Ps befinden, dann sind wir im Bereich der elastischen Knickung, ja, wie eben erwähnt, elastische Knickung nach Euler. Und unterhalb dieses Lambda P, da befinden wir uns im nicht elastischen Bereich oder auch plastischer Bereich, nicht elastischer Bereich nach Tettmeier. Dieses Lambda P, also dieser Grenzschlankheitsgrad, der ist materialabhängig, der wurde in vielen Versuchen letztendlich ermittelt für unterschiedliche Materialien. Und da gibt es auch Näherungsformeln, ja, wie man den berechnen kann, aber es gibt umfassende Tabellenwerke in der entsprechenden Fachliteratur. Da könnt ihr entsprechend nachschauen für die unterschiedlichsten Materialien. Nun, während bei der elastischen Deformation, also oberhalb dieses Lambda Ps, ja, noch ein relativ einfacher Zusammenhang zwischen Dehnung und Spannung möglich war, ist das im plastischen Bereich nicht mehr so trivial abbildbar. Ja, und für diesen Bereich ist man dann sehr stark auf Versuchsergebnisse angewiesen, die dann zudem auch noch relativ starke Steuerungen aufweisen. Und insofern ist es legitim, dass man die mathematischen Modelle annähert an diese Versuchsergebnisse. Ja. Also man hat ganz viele Versuchsergebnisse empirisch ermittelt und leitet daraus dann eine Näherungsformel ab. Ja, und Tettmeier hat daher, wenn man sich dieses Diagramm nochmal anschaut, innerhalb dieses plastischen Bereichs die sogenannte Tettmeier-Gerade eingeführt. Ja. Also das hier ist ja die Euler-Hyperbel, die haben wir schon kennengelernt. Euler-Hyperbel habe ich euch schon erzählt zu. Und eben hier innerhalb dieses plastischen Bereichs ist für Stahl, zumindest für Stahlwerkstoffe, eine recht gute Annäherung vorhanden an die tatsächlichen Messergebnisse, die da gefunden worden sind. Und das hier, das nennt man die sogenannte Tettmeier-Gerade. Ja, und Ludwig van Tettmeier war ein Schweizer Bauingenieur, war auch Professor an dem Zürcher Polytechnikum, heute ETH Zürich genannt. Ja, und Tettmeier hat eben Näherungsformeln aufgestellt, die zwischenzeitlich durch ganz viele immer wieder durchgeführte Versuchsergebnisse auch bestätigt wurden. Also die passen, diese Näherungsformeln, die da Tettmeier aufgestellt hat, die passen recht gut. Und im Bereich des Maschinenbaus werden heutzutage diese Berechnungsformeln eben ganz oft angewendet, wenn es darum geht, einen Druckstab auf Knickung nachzuweisen, also im Prinzip, dass er ausreichend gegen Knickung bemessen ist, immer dann, wenn eben dieser Schlankheitsgrad, also dieser vorhandene Schlankheitsgrad Lambda, kleiner ist als dieses Lambda P. Ja, und diese Näherungsformeln, die da Tettmeier hergeleitet hat, sind, wie gesagt, materialabhängig. Ja, also für Stahlwerkstoffe ist es eine lineare Funktion, also diese Gerade, die da recht gut die tatsächlichen Messergebnisse trifft.
Und für Grauguss hat man festgestellt, da ist es dann auch eher eine quadratische Funktion. Und ganz allgemein bilden sich also diese Gleichungen zu A minus B mal Lambda für Stahlwerkstoffe, beziehungsweise A minus B mal Lambda plus C mal Lambda Quadrat für Graugusswerkstoffe. Diese Werte für A, B und C, die kann man entsprechend in der Fachliteratur nachlesen. Ja, und für den Werkstoff S235 habe ich es hier mal mit aufgeführt. Ja. Eine Besonderheit ist hier immer auch vorhanden. Ich hatte das in einem der Videos schon erläutert. Es ist so, dass wenn ihr einen bestimmten Lambda-Wert unterschreitet, eine gewisse kritische Größe unterschreitet nach unten hin, dann ist es so, dass der Stab nicht mehr auf Knickung versagen wird, sondern dass er vorher fließen wird, einfach aufgrund dessen, dass die Druckspannung viel zu groß wird. Und das wird hier in dieser Bedingung hier abgebildet für ein Lambda, was innerhalb der Wert 0, ja, was theoretisch ja nicht vorhanden ist, aber zwischen 0 und 60 liegt, gilt die Knickspannung Sigma K gleich 240. Ja. Also darüber hinaus ist nichts machbar. Hier erreichen wir den Wert der Fließgrenze und dann würde der Stab aufgrund des zu hohen Drucks, der zu hohen Druckspannung versagen und nicht aufgrund der Knickung. Oberhalb von 60 und bis 104, ja, 104 ist für S235 gerade die Grenze, mit der man zwischen dem plastischen und dem elastischen Knickung unterscheidet. Innerhalb dieses Bereichs verwendet man diese Gleichung, um das Sigma K zu bestimmen, nämlich 310 minus 1,14 mal Lambda. Und hier setzt ihr bitte das Lambda ein, was euer Stab, euer gewählter Stab, tatsächlich ergibt. Ja. Also ihr berechnet das Lambda für den Stab, den ihr gewählt habt. Ja, wie ihr schon festgestellt habt, aus diesen Beziehungen von Tettmeier kann man nicht direkt einen Stab berechnen, wie es bei den Euler-Gleichungen möglich ist. Das heißt, bevor ihr den Nachweis nach Tettmeier führt, habt ihr schon einen Stab ausgewählt und mit diesem Stab errechnet ihr dann letztendlich das Sigma K, was sich nach diesen Gleichungen ergibt. Und dieses Sigma K muss dann natürlich kleiner sein als das Sigma D, also dieser Druckspannung, die da eben zulässig ist für das entsprechende Material. Und auch hier wird mit einer entsprechenden Sicherheit gearbeitet, das ist ganz klar. Ja, also die vorhandene Sicherheit, die sich dann ergibt, SK vorhanden, ist dann gerade Sigma K geteilt durch das Sigma D. Und wenn wir für Sigma D den Wert einsetzen, Sigma D ist dann nichts anderes, ich schreibe das hier nochmal hin, Sigma D ist dann nichts anderes als die Kraft geteilt durch die Querschnittsfläche. Wenn wir das hier einsetzen, dann haben wir hier stehen Sigma K mal A durch F. Und dieses Sigma K vorhanden, das muss halt größer gleich sein als die geforderte Sicherheit, die ihr für die jeweilige Anwendung ansetzen wollt. Ja, nochmal, wie kommt ihr überhaupt zu dem Stab? Wie wählt ihr den Stab aus? Entweder ihr wählt nach gut Dünken, ja, also aus dem Bauch heraus ein gewisses Profil. Das Profil ist vielleicht auch vorgegeben aus der Konstruktion heraus. Und ihr müsst diesen Stab, der aus der Konstruktion heraus gegeben ist, einfach nur noch nachweisen. Oder aber ihr geht erst durch die Euler-Fälle, bestimmt über die Euler-Gleichung einen geeigneten Stab, bestimmt dann, welchen Schlankheitsgrad ihr tatsächlich vorhanden habt. Wenn ihr oberhalb dieses Lambda P seid, ja, oberhalb Lambda P und die Sicherheit nach Euler gewährleistet ist, dann ist alles gut, seid ihr fertig mit der Berechnung. Wenn ihr bei eurem Lambda unterhalb dieses Lambda P seid, dann müsst ihr eben nochmal die Gleichung nach Tettmeier, also Nachweis nach Tettmeier führen und nachweisen, dass eben die vorhandene Sicherheit ausreichend hoch ist. Machen wir dazu am besten eine Übungsaufgabe. Ja, Übungsaufgabe wie folgt. Wir haben da einen Stab. Knickfall 3 ist vorhanden. Knickfall 3 ergibt ein LK, ergibt sich aus L durch Wurzel 2. Die Stablänge selbst beträgt 2 Meter. Wir haben eine Druckkraft auf diesem Stab von 70 kN und der Bemessungsfaktor für die Euler-Dimensionierung beträgt 5. Bestimmen wir also erstmal, welches Quadratrohr, ja, soll ein S235, herkömmliches Stahlquadratrohr,
Quadratrohr, welches Quadratrohr wir benötigen, um diese Bedingungen zu erfüllen. Wir gehen also erstmal in die Euler-Gleichungen rein und das erforderliche Trägheitsmoment, was wir ermitteln sollen, um das Profilrohr, dieses Quadratrohr aussuchen zu können, das ergibt sich ja geradezu F mal Theta mal LK Quadrat geteilt durch Pi Quadrat mal E Modul. So, wir können einsetzen. Die Kraft F haben wir mit 70.000 Newton angegeben. Messungsfaktor ist gerade gleich 5 und unser LK ist nichts anderes als diese 2000 mm geteilt durch Wurzel 2 und das im Quadrat geteilt durch das Pi Quadrat, ja, und das E-Modul S235 setzen wir 210.000 Newton pro Millimeter Quadrat ein. Ja, das in Taschenrechner eingegeben, ergibt sich ein Wert von 337.737 mm hoch 4. So, mit diesem Wert geht ihr in eure entsprechenden Stahlbautabellen rein, sucht ein Quadratrohr raus, was ja, größer gleich diesen Flächenträgheitsmoment besitzt. Ich habe ein Quadratrohr gefunden, Quadratrohr 60 mal 4 mit einem Flächenträgheitsmoment I 453,9 mal 10 hoch 3 mm hoch 4. Ja, also liegt mit dem Flächenträgheitsmoment oberhalb dieses geforderten minimalen Flächenträgheitsmoment und einer Fläche, einer Querschnittsfläche von 878,8 Millimeter Quadrat. Nun, was wir jetzt wissen ist, das gewählte Rohr hat ein Flächenträgheitsmoment, was größer ist als das, was wir aufgrund der Belastung nach Euler benötigen. Sofern alles gut. Was wir jetzt bestimmen müssen, als nächstes ist der vorhandene Schlankheitsgrad. Das heißt, unser Lambda vorhanden, das ergibt sich ja gerade aus LK Quadrat mal A geteilt durch I. Und davon die Wurzel. Er setzt also hier jetzt die tatsächlichen Werte ein, die gegeben sind. Unser LK-Quadrat können wir berechnen. Das A und das I, das sind die Werte des Profils, was ihr euch ausgesucht habt. mm geteilt durch Wurzel 2 ins Quadrat mal Querschnittsfläche 878,8. Millimeter Quadrat geteilt durch die 453,9 mal 10 hoch 3 Millimeter hoch 4 und die Wurzel nicht vergessen. Ja, und ihr erhaltet damit ein Lambda von 88 und dieses Lambda 88, das ist kleiner als das Lambda P für S235, das liegt nämlich gerade gleich bei ungefähr 104. Das heißt, wir müssen also jetzt zusätzlich den Nachweis nach Tettmeier führen. Wir notieren vielleicht gerade mal diese Werte zwischen. Wir haben so Nachweis nach, gemäß Tettmeier nach Weiß gemäß Tettmeier. Unser Sigma K wird ja jetzt wie folgt berechnet. Wir haben die 310 minus 1,14 mal Lambda. Wir setzen also ein 310 minus 1,14 mal die 88. Nochmal der Hinweis, diese Zahlenwerte hier, die gelten für S235, wenn einen anderen Baustahl verwendet für euren Druckstab oder ein anderes Material grundsätzlich habt für euer Element, was ihr danach weist, dann schaut in die entsprechenden Fachbücher rein, was für eine, ja, was für eine Geradengleichung da gilt oder gegebenenfalls für Gusswerkstoffe auch oft eine parabelförmige Gleichung. Ja, wenn ihr das hier im Taschenrechner eingibt,
dann erhaltet ihr einen Wert von 209,7 Newton pro Millimeter Quadrat. So, und das prüfen wir jetzt. Was haben wir tatsächlich für eine Sicherheit vorhanden? Das SK vorhanden ist ja gerade definiert zu Sigma K zu Sigma D, beziehungsweise Sigma K mal A durch F. Wir setzen also die 209,7 mal der Fläche 878,8 geteilt durch die Kraft 70.000 Newton ein und erhalten dann einen Wert von 2,63 und das ist ja größer als die geforderte Sicherheit von 2,5. Die Welt ist also in Ordnung. Der Stab, den ihr da gesucht habt, ist ausreichend bemessen. Falls ihr jetzt ein Ergebnis rausbekommen sollte, was kleiner ist als diese geforderte Sicherheit, ja, die könnte ja auch größer sein, je nachdem, was ihr da für eine Anwendung habt. Ja, wenn ihr dann ein Ergebnis rauskommt, was kleiner ist als die geforderte Sicherheit, dann müsst ihr diesen Prozess halt nochmal durchführen. Ihr sucht euch das nächstgrößere Profil aus, berechnet für dieses nächstgrößere Profil das tatsächliche Lambda vorhanden und setzt dieses Lambda vorhanden hier wieder ein und er prüft erneut, was für eine Sicherheit sich dann ergibt. Also ein Stück weit ein iterativer Prozess, ist aber relativ schnell durchgerechnet, wenn man ein bisschen Übung hat. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne.